ein fantastischer Torwart. Wo den, der so einen da hinten drin hat. Und jetzt Kopfball ungeheuer. Mann rein, machen rein. Hier, das war ein ganz klares Foul. Ganz klares Foul. Jetzt muss ich jemand ganz sicher hier, wie er spielt. Ganz cooler. Aber nicht mit mir. Nicht mit F-Town Player. Oh, der ist ja echt schnell hier. Ein sehr schöner Pass. Hier, den hab ich noch voll weggehauen. Laut Regel ist der Schiedsrichter Luft. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Ein Traumpass. Den muss er geht rein. Ey. Das Bällchen ist noch hier, ich hab, das war, boah, stark gehalten von Neuer, ganz stark gehalten. Ribéry. Gomez. Du kannst gar nicht so schnell gucken und da steht er schon wieder richtig vor dem Tor. Ah, schade. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Klasse Zuspiel. Aber ich muss sagen, das sieht sehr gut aus hier. Hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Sieht nicht sehr gut aus. Pass in die Spitze. Schön, das öffnet das Spiel, aber er muss ankommen. Jetzt geh. Komm, geh mal. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ein guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Taktisches Foul. Ja, gar nichts gut. Auf, rennt runter. Philipp Lahm. Also ist, die Sache ist einfach, der Spieler ist hier leicht zu durchschauen. Und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Schöner Pass. Jetzt ins Tor. Ach. Ist nichts geworden, der Ball wieder bei so langsam müssen wir trotzdem mal ein Tor machen, weil es kann nicht sein. Real Madrid den Ball. Dass ich so Benzema dominiere und es passiert nichts. Ja, der Pass kommt an. Jetzt aber. Ja, ganz starkes Tor. Ganz starkes Tor. Da ist das Ding. Wir müssen auf jeden Fall nachlegen. Auf jeden Fall nachlegen. Wir können festhalten. Real Madrid führt zur Pause. Schweinsteiger. Luis Costa. So. Genauso weiterspielen. Genauso weiterspielen. Aber ich sehe schon kommen, Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Auf jeden Fall schafft er es, den Gegner zu stören. Und kein Elfmeter, wow. Wir haben wieder ganz viel Glück gehabt. Nein. Ribéry. Abseits. Toller Pass. Möglichkeit jetzt. Es ist doch unfassbar, das gibt's doch einfach nicht. Oh Mann, ich tue gerade die Hände auf meinen Kopf schlagen. Guck auf den Bildschirm, kannst einfach nicht fassen, wie dir. Ach. Das war genau die richtige Antwort. Ein schwuler Mario Gomez. Ah, das ist wunderbar. Der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Aber Gomez spielt echt eine starke Saison, muss man sagen. Bei Bayern. Benzema. So sieht das der Trainer gern. Also kann man echt nicht sagen. Also souverän. Komm, Jungs, nicht nachlassen, nicht nachlassen. Gomez. Oh, da habe ich außen schon auf die Schusstaste gedrückt. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar, er muss Abstoß geben. Er spielt einen kurzen Ball, Ah, war das knapp, oder? War das knapp? Müller. Und nun hat Real Madrid den Ball. Nein, gerade wollte ich schießen. Ich wollte mich in perfekter Schussposition befinden, aber es war wieder zu viel gewesen. Gomez. Ach, Gomez, komm her. Du kannst doch nichts, du kannst doch gar nichts. Luis Gustavo.
Also das Spiel müssen wir eigentlich mal gewinnen. Sofort abgezogen. Oh. Musste er den jetzt verziehen? Ganz knapp am Tor vorbei. Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Ja, lauf, lauf. Ja. Ganz starker Ball. Was für eine Beschleunigung. Da siehst du doch nur noch die Hacken als Verteidiger. Ach Mann. Ronaldo, mal machst du doch sowas auch mal rein. Der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache, Abstoß. Philipp Lahm. Mann, wenn ich wieder so Chancen einfach liegen lasse, das ist. Ach. Ja, das ist Gomez. Wird das was für die Bayern? Und er ist drin. Ey. Ich könnte heulen. Guck in den Himmel, ja, und alles Gesicht, Hand ins Gesicht, mitten rein, mitten durch. Ja, das kann einfach nicht sein. Die spielen doch so schlecht. Die Bayern spielen so schlecht. Dann machen die zwei Angriffe wieder. Aber so ist es halt wie, ich muss einfach mal in der meiner Torschussausbeutung mal ein bisschen hier trainieren. Und weiter heißt es aufgepasst. Nein, also. Jetzt spielt sie doch nach vorne. Das kann einfach nicht sein. Das sehr schön, wie er sich freiläuft. Gomez. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Auf 2 Minuten haben wir noch. Vielleicht schauen wir noch ein Tor. Cristiano Ronaldo. Der Ball klebt an seinen Füßen. Wird er da auch kleben bleiben? Oh, da gehen sie aber jetzt ein Risiko ein, hinten in der Verteidigung. Schade. Schade. Abseits entschieden wurde. Also, es ist ja abseits, wenn der Schiri pfeift oder wenn der Assistent winkt. Ob das hier wirklich eins war? Naja. Müller. Nein, nein, nein. Toll, wie er das macht. Und kommen wir schnell nach vorne. Vielleicht schauen wir noch einen Angriff. Er hat ein bisschen ja, ich wäre durch gewesen. Jetzt wäre ich nicht gewesen. Genau jetzt. Und er schießt. Ah, der Mensch. Ja, das ist einfach bitter. Also diese hundertprozentige Chance von mir. Ich glaube, ich werde einfach mal beim nächsten Video mal ein wenig Torschusstraining machen. Also 1 gegen 1 gegen den Torwart, wenn er mal rausläuft, weil das ist ja echt sehr, also viel zu wenig, was ich da mache. Oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gesehen. Jawohl, da hat er Kleber. Und das ist auch nicht. Müller. Eine unfaire Attacke, ein Foul. Freistoß gegen Real Madrid. Rafinha. Kommt, Jungs, kommt. Starker. Ah, donnerstark. Ganz schwach. Jetzt war stark. Das war stark. Cristiano Ronaldo. Gut gesehen, Vorteil für Real Madrid. Wunderbar herausgespielt. Philipp Lahm mit einer Grätsche. Mann rein. Die Chance. Ah. Für wen war diese Flanke wirklich nicht bestimmt? So kann man natürlich keine Spiele gewinnen, wenn man keine Tore macht. Einfach, das ist. Jetzt aber, komm, lauf doch mal jemand hier. Hier, ach Mann, Cristiano Ronaldo musste mal einen Pass spielen können in den Lauf. Das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Das ist ein gutes Zweikampfverhalten. Mann rein, Mann rein, jawoll! Oh Mann, so überflüssig dieses Tor, es war so über. So brutal überflüssig. Aus. Eine ganz packende Begegnung, da dürfen wir sicher sein. Er gewinnt den Zweikampf. Oh, da meckert er im Schiri. Ja, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Also wieder ganz cool spielen hier. Sergio Ramos. Lauf. Und eine Grätsche von nein, nein. Ach, wieso denn eine Grätsche? Und der kommt genau an. Nein.
Oh, Glück gehabt, dass er festgehalten hat. Richtig Glück gehabt hier. Lauf. Lauf, 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 lauf. Ah. Ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. Ja, das ist schon super, wie der seine Mitspieler bedient. Starke, starke Einsatz von der ganzen Mannschaft. Und Achtung, genau hingeschaut. Wer will ihn? Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Arjen und Robbins, erfolgloser Pass. Ja, ja. Ja, das könnte was werden. Das gibt es doch nicht, das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht einfach. Stehen die Stellung zum Ball. Luis Gustavo. Ja, da sind wir gleich wieder eine Schwunde, wenn wir im Gegentor bekommen. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Luis Gustavo. Und nun hat gut aufgepasst gerade. So, und jetzt komm, entgegen. Lauf, lauf, lauf mit in die Mitte, lauf mit in die Mitte. Ach, das gibt es doch einfach nicht, das ist doch... Ecke nochmal, okay. Komm, Jungs, komm entgegen, komm entgegen, komm, der läuft damit, läuft damit. Ja, er läuft wieder mit. Mach das Ding rein. Ah. Natürlich sind wir unzufrieden. Rafinha. Arjen Robben im Ballbesitz. Oh, ist sehr schnell, ist sehr schnell. Rückpass zum Torhüter. Aber knapp. Sergio Ramos. Nein. Ein Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben. Abseits. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen. Im Tor aus. Komm, komm, komm. Jungs, ihr müsst noch weiterkämpfen. Das bringt alles nichts. Genauso. Genauso nicht. Genauso. Und nun hat Real Madrid den Ball. Nein, er wird sogar noch gefährlich. Casillas, was machst du da? Casillas? Casillas, was machst du da? Casillas. Oh mein Gott, ey. Benzema. Komm jetzt mal. Xabi Alonso. Da kämpft er weit draußen und hat den Ball. Auch dieser Ball von ihm kommt an. Ein überzeugendes Passspiel heute. Arjen Robben den Ball besitzt. Stark, stark von Heilig wieder. Abgefälscht und geht ins Aus. Ja, es gibt einen Wurf. Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird noch mal so richtig spannend. Nein. Nein. So sieht ein Pass aus. Oh, noch mehr Eckball. Ja, und noch mehr Eckball. Geben für den FC Bayern München. Und hoch da. Kopfballmöglichkeit. An die Latte und zurück ins Feld. Das ist da unglaublich. Das ist wirklich unglaublich hier. Ja, also ja. Wenn er den Lauf aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Ja. Das muss es sein. Stark, stark, stark. So geil, so geil, so geil. Da hat schon die Einwechslung einfach gelohnt, ey. Weil er einfach so schnell ist. Du bist doch der wirkliche Experte. Was ein Fehler von Manuel Neuer. Was für ein brutaler Fehler einfach. So, jetzt werden wir nichts mehr anbrennen lassen. Das kann aber sicher sein hier. Oh mein Gott. Der Fußballschuhe dürfte anstrengender gewesen sein als dieser Treffer. Eine der leichteren. So, jetzt haben wir ganz viel Zeit hier. Jetzt müssen wir natürlich mit nach Hause, das Ergebnis. Pepe. So. Gleich ist die 39. Minute. Neunzehnte Minute. Sergio Ramos. So, ganz locker machen wir das hier. Da werden wir nichts mehr anbrennen lassen, gar nichts mehr. Jetzt läuft der Ball gut, sie kombinieren hervorragend. Ja, da ist der Abschlusspfiff, da ist der Abschlusspfiff. Nächste drei Punkte. Ganz, ganz stark.
Die hat sich bislang doch eher durchschnittlich präsentiert. Ja, mit diesem Dreier kann man hoffen, dass es doch noch eine wunderbar gute Saison gibt. So, es sind noch hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen 4 Punkte fehlen nur noch. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Zum Klassenerhalt. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann. Und es fehlen noch 10 Punkte, um aufzusteigen. Also, wir haben noch 6 Spiele. Das wird schwer. Ein Spiel mache ich jetzt noch bis zur nächsten Aufnahmepause. Und ich muss sagen, der Kader hat mir richtig gut gefallen. Also dieser Spieler, ich habe zwar keine Ahnung, woher der kommt. Aber anscheinend ist es der Usain Bolt vom Fußball. Benzema kommt dahin. Du kommst für... Na, wo ist er da? Und suchen. Ah, jetzt nochmal ein Sieg, das wäre wunderbar. 9 Punkte, noch 5 Spiele. Um es keine Sorgen zu machen, wegen irgendwelcher Abstiegssachen. So, in der Zeit, wo wir mal Gegner suchen hier, hören wir uns ein bisschen die Musik an. So, Mensch ist eigentlich hier rechts laufe und dann links laufe und dann einfach nur reinschieße. Oh, genau das ist mein Problem. Ich mache diese Dinger nicht rein. Ihre Kommentatoren im Santiago. Wir spielen gegen sind Manni Breukmann und Frank Buschmann. Ich bin gespannt, ob sie wieder so überzeugen können. Spielen wir oben, ist keine Anzeige. Ja, besser geht's nicht. Was für ein Pass von Mesut Özil. Die Anzeige oben ist nicht da. Pepe. Hallo? Anzeige? Mesut Özil jetzt. Anzeige? Da war das Bällchen. Anzeige? Anzeige? Wo bist du? Vielleicht irgendeine neue Tastenkombination gekriegt oder sowas? Ja, da sollten sie den Ball lieber nicht verlieren. Na egal. Also wir sind jetzt gerade in der gefühlten 12. Minute vielleicht. Klischee. Nasri. Steht immer 0-0. Mesut Özil jetzt. Ein wunderschönes Zuspiel. Foul. Ach, Herr Schiedsrichter, ich wäre durch gewesen. Nicht durchgehen lassen. Also gibt es nur Gelb, ey. Da gibt es eine Verwarnung. Gelb. So kennen wir ihn, den Cristiano Ronaldo. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Der Gegner sollte nicht darauf bauen, dass er eine solche Chance das nächste Mal souverän wieder hier. Also die Gegner sind jetzt nicht allzu stark. In solchen Situationen jetzt natürlich zustellen. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Schon Eckball rausgeholt, wunderbar. So, gucken, kommt ein Spieler entgegen. Ja, das klappt doch immer wieder. Nein. Bolotori. Ja, ja. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. So. Ich finde, Manchester City kommt jetzt nicht wirklich in Gang hier. Benzema, du kannst gar nicht so schnell gucken und da steht er schon wieder richtig vor dem Tor. Und nun hat Real Madrid den Ball. Komm, lauf mal, lauf mal. Schön gemacht. Ah, schade. Schade. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Komm, 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 holen die direkt. Gutes Zweikampfverhalten, aber sie kriegen den Ball nicht. Das ist so einfach, dass wir jetzt so einfach hier was mache. Und da ist sie wieder, die hohe Kunst des Dribblings. Und dafür komm ich einfach nicht den Ball ran. Das gibt's. Dafür übertragen wir Fußball, Manni. Wunderbar. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Hier, das ist auch. Stehe ich einfach nicht. Er hätte den Ball
Klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Das ist echt immer ärgerlich, ey. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Der Ball hier wegschlagen. Muss Einwurf geben. Nasri. Nein. Also momentan macht hier Manchester City gut Druck. Da freut sich der Trainer. Geht er rein? Hier. Ah, oh Mann, oh Mann. Man kann einfach nicht die Bälle von den Leuten wegnehmen. Dieses, sehe an diesem neuen Abwehrsystem. Es ist einfach. Das zeichnet den Goalgetter aus. Also, ich finde das neue Abwehrsystem eigentlich ganz gut, aber ich stehe einfach nicht. Die Spieler können hier rumlaufen, wie man will. Man kommt einfach nicht richtig dran. Klar, man muss dann das richtige Timing dafür haben, aber wenn die Spieler so wendig sind, wie zum Beispiel so ein Messi oder irgend sowas. Das ist ein klasse Tor. Ganz stark. Nichts war es mit dem Doppelpack. Jetzt fängt wieder an zu laggen. Ohne Ende. Nasri. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Dzeko. Ja, Frank, da sind wir mal gespannt, was er heute leistet. Die klassische Anspielstation. So musst du vorne drin im Zentrum arbeiten, die Spieler sehen und dann auch bedienen. Schade, schade, schade. Nasri. Ah, jetzt noch ein Sieg, ey. Das ist. Er attackiert ihn, er will den Ball. Schuss und. Ja, den hat er super raus. Es rennt! Ich komme jetzt einfach nicht in den Griff, diese Leute zu stoppen. Ich habe keine Ahnung, ob ich vielleicht zu schlecht bin da hinten in der Abwehr, aber. Mesut Özil jetzt. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Also irgendwie sehe ich hier momentan kein Land. Diese Triplings. Keine Chance. Aggressive Attacke von Mesut Özil. Ja! Bolotori. David Silva. Komm, Jungs, komm da. Was war denn das? Ich habe keine Ahnung, was ich da gedrückt habe. Spielen wir nach Regeln oder? Nein! Ach komm, nix Freistoß, das war doch gar nichts. Mesut Özil jetzt. Cristiano Ronaldo. Jetzt komm mal. Ja, das ist zu wenig. Das sieht gut aus. Achtung, nein. Hier ist so schön gemacht. Jetzt treffe ich wieder den Pfosten. Also wenn ich diese Dinge einfach nicht reinmache, das ist einfach.